Respekt ist einfach etwas, was man von Kindesbeinen an lernen sollte. Also schon allein im Elternhaus, da sind die Eltern auch ein Stück weit für verantwortlich, den Kindern mit auf den Lebensweg zu geben, was Respekt eben bedeutet. Wenn ich jetzt mal auf den Mannschaftssport eingehe, ist es einfach wichtig, dass ich die Menschen, die mir gegenübertreten, meine Mitspielerinnen, auch wenn ich sie vielleicht nicht so mag, aber wenigstens den Respekt zolle, dem eben den Respekt gegenüberbringe und den Menschen einfach toleriere, akzeptiere, respektiere und einfach die Leistungen auch dementsprechend akzeptiere. Und das hat für mich etwas mit Respekt zu tun. Wie gesagt, ich mag dich zwar nicht, aber ich respektiere dich als Mensch, so wie du bist. Also ich habe jetzt im Laufe meiner ganzen Zeit, und ich bin ja jetzt doch schon ein paar Jahre älter, nie Probleme oder Konfrontierungen dieser Art gehabt. Also ich bin da wirklich ganz solide und unbekümmert aufgewachsen. Jetzt auch im Trainergeschäft habe ich einfach da überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich denke, dass der Frauenfußball da oder auch der Mädchenfußball einfach noch ein ganz Stück weit toleranter ist, als es vielleicht im Männerfußball üblich ist. Also ich kann da einfach nur positiv sprechen. Auf jeden Fall. Also es hat einen enormen Aufschub gegeben. Allein die Weltmeisterschaft 2003, die hat schon den kleinen Umbruch einfach in Richtung Mädchenfußball geführt oder hat zum Umbruch geführt. Ich glaube, wir hatten allein nach 2003 20% mehr Mädchenzuwachs und das ist natürlich eine Riesenzahl gewesen. Ich denke, das hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahre ja noch verändert, noch vergrößert. Und man kann einfach nur sagen, klar, alle profitieren irgendwo auch von den Leistungen der Nationalmannschaft, aber auch die Ligen, die haben sich entwickelt. Erste Frauenbundesliga, zweite Frauenbundesliga, unheimlich viele Mädchenmannschaften, die ganzen Junioren-Nationalmannschaften, die auch mittlerweile sehr viele große Erfolge aufweisen können in den vergangenen Jahren, die A-Nationalmannschaft sowieso. Also ich glaube, dass der Frauen- und Mädchenfußball einen sehr hohen Stellenwert mittlerweile in der Öffentlichkeit bekommen hat. Gerade ist die Weltmeisterschaft vorbei. Vielleicht nicht so erfolgreich, wie wir uns das alle vorgestellt haben, aber es ist ein unheimlicher Boom gewesen. Es war eine wahnsinnig tolle Weltmeisterschaft, einfach da auch dabei sein zu dürfen. Das haben auch viele andere Nationen genauso empfunden. Und da profitieren auch sehr viele Nationen von, auch in der Zukunft. Also von daher, der Frauenfußball, Mädchenfußball ist schon lange keine Randsportart mehr. Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir schon sehr oft Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube einfach, das liegt einfach daran, dass viele Menschen nicht richtig informiert sind, dass man sich eine Meinung bildet, obwohl man eigentlich noch gar nicht in dem Thema drin ist oder sich nie mit einem Thema befasst hat. Manchmal ist es auch einfach ein bisschen Dummheit. Also ich finde halt einfach zu sagen, ich bin dagegen, das ist relativ einfach. Aber man muss sich erstmal mit dem Thema auch auseinandersetzen und beschäftigen. Und ich glaube, das kommt bei vielen Leuten einfach zu kurz. Es gibt ja ganz viele Kritiker, die sagen, Frauenfußball finde ich doof. Sage ich mir, okay, ich muss nicht alle überzeugen von dem, was ich tue, ist mir auch weiterhin nicht schlimm. Aber wenn jemand sagt, ich finde Frauenfußball doof und ich frage ihn ja, wie viele Spiele hast du denn schon gesehen? Und er sagt keins, dann finde ich das halt einfach dumm. Und das ist so meine Aussage dazu. Klar, also ich schon zu meiner aktiven Zeit habe ich versucht, mit meiner Leistung, mit dem, was ich mitbringen konnte oder einbringen konnte, den Frauen- und Mädchenfußball zu entwickeln. Und jetzt als Trainerin beim Deutschen Fußballbund bin ich natürlich in der großen Verantwortung, das, was ich vielleicht selber armer gelernt habe, den Mädchen weiterzugeben, aber eben auch den Mädels weiterzugeben, was es bedeutet, eben respektvoll zu sein, Charaktereigenschaften zu bilden, die sportlichen Hintergründe einfach den Mädels näher zu bringen, aber eben auch was Privates einfach, was zum Leben dazugehört, was einfach bedeutet, irgendwo, wie gesagt, auch mal auf der einen Seite Danke zu sagen, Bitte zu sagen, nicht einfach alles nur nehmen, sondern einfach auch von sich selber was geben. Also von daher ist es ganz wichtig, dass ich das auch vorlebe, als Person, als Mensch, als Sportler, als ehemaliger Sportler und eben auch als Trainerin. Und davon profitieren die jungen Mädels und da schauen die Mädels auch auf und nehmen einfach viele Sachen auf. Genauso wie sie vielleicht negative Dinge aufnehmen würden, nehmen sie eben auch die positiven auf. Von daher sollten die positiven einfach logischerweise in den Vordergrund gespielt werden, sodass eben die jungen Mädels auch nachher sagen, Mensch, das habe ich da und da gelernt, das habe ich von dem und dem gehört und das hat mir einfach gefallen, das hat mir imponiert, das fand ich wichtig für mein Leben und das habe ich einfach für mich als positives Element mitgenommen.